Ja, so gefällt sie mir besser. Nicht, weil du dreckig bist, sondern ich mag diese offenen Haare, die einfach runterhauen, wesentlich besser. Psst, du sollst nur schlafen. Ruhig. Schluck das, Penner. Gut, Ruhe im Karton. Nein, nein! Och, nö. Ist mir schon so ein bisschen... Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hat er schon so ein bisschen... Hat er schon so ein bisschen was, die Lara? Mit dem Zöpfchen, aber ich finde, wenn die sich mit Schlamm bedeckt und der Zopf, den Zopf offen hängt, ist das wesentlich genialer. Ja, super, ich bin voll mit dem ganzen Scheiß. Hab ich den erwischt oder hat... Nee, der wurde von dem anderen geklatscht, okay. Nee, okay, schade. Das war bei Rise of the Tomb Raider war das so, da musste man irgendwie ein paar Laptops klatschen. So, und jetzt? Das hat was gebracht? Gar nichts. Na gut. Next Abschnitt. Ja, auf jeden Fall lief es gestern in dem Forschungsgespräch richtig gut. Es war vor allem richtig nobel. Jonah? Muss man echt Jonah, sagen. Bitte kommen, also, bitte! Er wird nicht einfach antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rock. Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Glaube ernsthaft, die lassen den Jonah sterben, das glaube ich nicht. Oh, hier liegt was. Ich habe hier ein Dokument liegen lassen. Schäme ich mich. Dominguez hat uns jeglichen Kontakt mit den Einheimischen verboten. Er will nicht, dass wir sie verderben. Zum Glück hat einer der Priester Geschmack an Bourbon gefunden und mir im Gegenzug für eine Flasche seine Tracht, seine Maske und alles andere geliehen. What? Durch die Unterstadt zu schlendern, war wie ein Ausflug in eine 500 Jahre zurückliegende Vergangenheit. Mhm. Also an sich schon geil. Hätte ich auch gemacht. Einen Bourbon gefunden. Oh, ist aber ein toller Priester, der seine Kutte einfach mal für eine Flasche Bourbon rauslegt. Dieser Helm ist mit Pfauenfedern und dem Abbild eines Jaguars verziert. Alter, wenn ich so einen Helm tragen würde, ey, da würde man mich einsperren. Das kannst du aber glauben. Die weiß ich, hab mich lieb, Jacke. Cardinal 2, ich hab das Ziel erfasst. Scheiße! Es war so klar. Yo! Yo! Ist klar, natürlich! Lass mich raten, jetzt runter, ab ins Wasser. Ah, nee, doch nicht. Ich muss jetzt was machen? Ja, toll. Lara, warum guckst du nach links, wenn ich da nicht lang springen muss? Alter! Yo! Man kann es auch übertreiben. Was sind das denn für Schützen? Entschuldigung, aber jetzt mal im Ernst. Doch da auf dem Präsentierteller. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche.
wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Ich werde das als Endscreen nehmen. Wo bist du, Rock? Ich werde das als Endscreen nehmen. Alter, da habe ich mir als Streamer schon ein... Bin auch so ein gewisser... So ein gewisser Weise Soldat, aber... Alter. Idiot. Was war denn das denn? Alter, war diese Sequenz geil gerade. Boah. Lara ist sauer. Rock hier, ich wurde deswegen nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Ja, versucht's. Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Ah, Mist, diese Sau. Nein! Alter! What? Geil. Geil. Aber diese Videosequenz muss ich unbedingt aus dem Stream morgen rausschneiden. Wenn ich mir den runterziehe und das als Endscreen nutzen. Du kannst aber sicher sein. Ja, du hast aufgeräumt. Hino, wenn sie keinen Bock mehr auf Flirten hat. Also nicht das, sondern das Aufräumen, Dingsbums. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya.
Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. What? Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. What? Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Was würde ich nur ohne dich tun? Ja. Gut. Okay. Was würde ich ohne dich tun? Du hast gerade eine komplette Armee platt gemacht, einen Hubschrauber vom Himmel geholt, mit nichts weiter als, als Pfeil, Bogen, Messer. Du wurdest gefesselt, dir wurde alles weggenommen. Und dann heulst du rum. Und jetzt gibt es nochmal einen Szenenwechsel. Ja, super. Was würde ich ohne dich tun? Ich würde mal sagen, fett abrocken. Babe. Das ist sie, die Kirche von San Juan. Naja, ganz allein ist sie. Hino jetzt nicht. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Na, ich mag Städte nicht. Meine Freundin Zu einem Grund ruckeln die wie Sau hier gerade. In der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Oh, Justins. Ah ne, der ist ja jetzt weg. Ja, ist ja gut, Justin. Ich weiß nicht, so richtig Bock auf diese Städte habe ich jetzt nicht. Aber hier gibt es einen Händler, vielleicht kann ich da was loswerden. Suchst du in der Mission Erlösung oder ihre Geheimnisse? Beides. Bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Aha. Zu warten, bis das Leben sich entfaltet, ist ein Luxus der Jugend. Ich war auch mal so. Ließ mich treiben. Und so kamst du hierher? Hm? Irgendwie schon. Irgendwie. Darf ich dir einen kleinen Rat geben? Entscheide selbst. Sonst macht's ein anderer. Genug geplaudert. Möchtest du handeln? Klar. Oh, die hat... Oh, da, oh. Großer Pistolenbeutel. Patronenhalter. Ja, nehme ich mal mit. Kauf benötigt Patronenhalter. Jo. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Sehr jo. Gut. Du wirst bestimmt zufrieden. Sehr gut. So, ich verkaufe den ganzen Scheiß mal die Hälfte. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Und. Sehr gut. Ja, 20. Du wirst bestimmt zufrieden. Kann man machen. Naja, auf jeden Fall. Ja, von denen will ich nicht zu viel verkaufen. Von denen kann ich ein paar verkaufen. Ein gutes Geschäft für uns beide. Sehr gut. Was wollte ich sagen? Ja, ich weiß nicht. Du wirst bestimmt zufrieden sein. So, was die Städte angeht, bin ich jetzt mit bei Shadow of the Tomb Raider so ein bisschen überdrüssig. Das ist mir gefühlt zu viel. Von denen will ich nicht zu viel. Nee, von denen verkaufe ich mal keine. Ja, von denen verkaufe ich mal ein paar. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ja, passt schon. So, jetzt hole ich mir das da. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Und das da, was haben wir hier? Gewehrschalldämpfer. Ein gutes Geschäft für uns beide. Lockpfeile. Nee, brauche ich nicht. Falls du noch etwas brauchst. Alles klar.
Zara war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Zara. Ich versuche jetzt hier bei diesen... Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? What? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Alles klar. Ups, ja, das wollte... Nein, ich will kein... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ah, hier gibt's wieder viel zu tun. Was ist los? Oh, hier gibt's wieder so viel zu tun. Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde. Und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber... Keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Zara geraten oft aneinander. Tut mir leid, Zara, aber es stimmt. Weil Zara will, dass das Team auf dem Boden bleibt... Während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Musst du sowieso hin. Mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Alles klar, Leute. Wisst ihr Bescheid. So, die... Ja. Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Alles klar, jetzt will ich hier auf jeden Fall noch mal langlaufen, ein bisschen was, vielleicht doch noch ein bisschen mehr machen. Ich wollte jetzt eigentlich hier strack durch, aber irgendwie habe ich doch mehr Lust. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Das ist schön, Lara. So leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen, aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Reicht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. So, jetzt werde ich erstmal fett den Bogen upgraden.
Wunderbar. So, wer bist du? Hast du das gehört? Ich höre nichts. Genau. Er muss hier sein. Er? Der Kaiserin-Jaguar. Sobald er kommt, verstummen alle anderen Tiere. Wir machen ihn besser nicht auf uns aufmerksam, ja? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein? Aha. Kaiserin-Jaguar. Nein! Controller, bitte! Immer diese Akkus. Ich habe das mal mit Dingsbums probiert. Mit dem USB-Teil. Gab es aber ein Problem. Der Micro-USB-Anschluss ist nicht fest genug drin. Hier gibt es wieder ein paar Sachen zu finden. Schön, dass das Dokument mir zeigt, dass hier was liegt. Oh. 18. Dezember 1604. Ich habe dieses Tagebuch viel zu lange vernachlässigt. Der Aufbau der Mission nimmt uns vollkommen in Beschlag. Jeden Tag treffen mehr Menschen ein. Einheimische Dorfbewohner, die konvertieren wollen, kriegsmüde Soldaten und andere, deren Glaube durch die lange gefährliche Reise durch den Dschungel auf die Probe gestellt wurde. Sie alle werden von Lopez' Botschaft der Reinheit durch harte Arbeit angelockt. Wir arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und anschließend verbringt Lopez oder Angel de la Cruz, wie er sich jetzt nennt, den Abend mit Predigten über den Zweck dieser Mission, den Auserwählten auf die Probe zu stellen. Er ist jetzt deutlich ruhiger und falls er noch immer glaubt, von etwas verfolgt zu werden, behält er es für sich. Morgen beginnen wir mit dem Bau der Bibliothek, in der die Schatulle sicher aufbewahrt werden wird, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der Auserwählte sie findet. Alles klar. Wunderbar, Lara. Uns raten müssen der Auserwählte. Ich wollte eigentlich die Stadt jetzt hier durchrushen, aber ich habe so das Gefühl, dass wir hier doch mehr finden als gedacht. Ich will jetzt nochmal hier mir die Stadt genauer angucken. Allein um zu gucken, ob ich irgendwie schon ein paar Fahnen finde. Ohne jetzt Richtung Ziel zu gehen. Na, Bubi. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Alles klar. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Damals kamen Angel de la Cruz und Truilos Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Das ist schön. So, da bin ich lang gegangen. Ich kann natürlich den ganzen Shit nochmal einsammeln. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was? Hi, hallo. Ich kann dir bestimmt helfen. Ja, Quatsch nicht. Ich habe hier Zeug zu verkaufen. Warum habe ich das nicht verkauft? Ah, stimmt, weil ich es eigentlich fürs Upgraden brauche. Du wirst bestimmt zufrieden sein. So, 3000 Tacken. Nehme ich mal das Gewehr. Schrotflinten. Schalldämpfer. Ist das euer Ernst? Erstens, Schalldämpfer generell sind illegal. Weil sie die ballistische Laufbahn der Kugel verändern. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Alles klar. Ansonsten gucke ich mal, dass ich hier diese Fahnen finde. Aber die Fahnenmasten sollten eigentlich relativ, in Klammern relativ einfach zu finden sein. Okay, das ist aber kein Friedhof, das ist nur die Straße. Neues Basislager entdeckt, super.
Warte mal, Upgrade. Vielleicht kann ich da noch mal was gucken. Fertig. Das Ding ist neu. So, erstmal voll aufpimpen, das Ding. Zeug habe ich ja mehr als genug. Hahaha, wunderbar. Schrotflinte natürlich auch, ist klar. Nein! Ich habe so viel verkauft und jetzt... Ach, ist egal, Schrotflinte benutze ich sowieso so gut wie gar nicht. Gibt es also noch ein paar Sachen zu finden. Die Tinte ist weitgehend verblasst. Es ist schwierig, noch etwas zu entziffern. Wild, abscheulich, Verrat. Außerdem ist das kein Pergament. Dafür ist es zu dick. Es könnte Tierhaut sein. Okay. Gibt es bestimmt irgendwie so ein geheimes Grab oder so. Ups. Ja, ja, Wuff, Wuff, komm her. Oh, Mann. Was zum... Ach Mann, warum habe ich... Was war das denn jetzt? Hier. Wunderbar, oh wunderbar. Nee. Ich habe eher so das Gefühl, dass da noch ein geheimes Grab rumeiert. Wollen wir das mal uns angucken. Lecker. Mittag. Komme ich nicht rein. Ach, das ist nur so ein Fuchsbau, okay. Na gut. Aber immerhin. Money, money, money. Wie, das war's? Okay. Gut. Beeilen wir uns mal. Dass wir hier fortkommen. Und jetzt die Straße zurück. Da gibt es nämlich noch was zu entdecken. Da habe ich noch ein bisschen was vergessen. Da will ich aber nicht zu schnell durchrennen.
So, ich könnte natürlich hier rüber. Da gibt's auch den Kaiser-Jaguar. What? Hast du gesehen? Das war ein Kondor. Wunderbare Vögel. Ah, ich muss ihn verpasst haben. Einige Leute hier denken, sie sind ein gutes Omen. Dabei sind sie nur Vögel. Die Leute glauben gern, dass gute Dinge geschehen. Und das ist gut so, solange sie nicht ihre ganze Hoffnung darauf setzen. Aha. Gut. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?